Ja, guten Morgen. Heute wieder Michels Wochenshow. Kalenderwoche 30, 2018. Ja, heute ist nicht nur mein T-Shirt strahlend. Ja. Haben wir uns neu angeschafft für die Biogasanlage. Sondern, ja, gestern hatten wir endlich mal fast 30 Liter pro Quadratmeter auf einmal. Das entspannt doch mal wieder für ein paar Tage die Situation auf unseren Feldern, insbesondere für den Mais. Ja, da ist doch wieder eine große Last abgefallen. Wohl wissend, dass viele wieder leer ausgegangen sind, wo es noch deutlich schlechter aussieht als bei uns. Aber ja, zuallererst müssen wir hier nach unserem Betrieb schauen, der muss laufen und da war das gestern schon wirklich Gold wert. Die Sonne brennt auch schon wieder, also es geht schon wieder fast an 30 Grad hin. Was war vergangene Woche? Wir hatten ja Samstag vor einer Woche schon 15 mm Regen, haben uns dann entschlossen, ab Montag auf Risiko unsere Zwischenfrucht zu säen, weil der Boden eigentlich schön feucht und krümelig war, auch wenn es nach 10, 15 cm unten wieder trocken war, sind wir das Risiko eingegangen, in der Hoffnung, dass es aufgeht und irgendwann auch wieder regnet, dass es dann weiter wachsen kann. Und jetzt haben wir durch den Regen gestern doch ja, keine Sorge mehr, dass die weiter wächst, die Zwischenfrucht. Das hat uns jetzt eigentlich die ganze Woche beschäftigt. Wir haben das alles mit dem Tiefenlockerer vorgearbeitet. Das könnt ihr auch in verschiedenen Beiträgen auf Instagram oder auf Facebook sehen. Ich glaube, auf YouTube habe ich auch ein kurzes Video dran, wie wir das machen. Also vorne lockern, hinten sofort einsäen, ja, damit wir absolut kein Wasser verschwenden und ein bisschen was da ist. Und das hat eigentlich ganz hervorragend funktioniert. Da waren wir echt glücklich. Einziger großer Wermutstropfen diese Woche war der Motorschaden an meinem kleinen Schlepper, also an dem 140er, wo wir noch nicht wirklich wissen, was es ist und warum das passiert ist. Da müssen wir uns die nächsten Tage nochmal genau reinschauen. Passiert natürlich 3 Wochen, nachdem die Garantie eigentlich abgelaufen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns da mit dem Hersteller einigen. Und für die, die jetzt gleich wieder eine Markendiskussion anfangen wollen, schenkt es euch einfach. Das passiert bei jedem Hersteller und ja, lasst einfach bleiben. Behaltet euren Cent für euch, wenn es das angeht. Für uns war das natürlich erstmal ein Schock, für mich insbesondere, ja, weil der Schlepper ist jetzt gerade 2 Jahre alt, 1800 Stunden drauf. Ja, da schluckst du erstmal, ja, in der Situation, in der wir eh gerade sind, ja, dass die Trockenheit doch ein gutes Stück vom Jahresertrag auffrisst. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns da irgendwie einigen, Versicherungen vielleicht auch was machen. Aber natürlich gerade für den Schlepper hatten wir keine Maschinenbruchversicherung, wieder was dazugelernt. Ja. Boah, und jetzt schwitze ich schon wieder wie ein Schwein, weil es so scheiß warm ist. Ja, das haben wir jetzt die ganze Woche gemacht. In Ruhe die Flächen, die vorgesehen waren für Zwischenfrucht, die überhaupt zu bearbeiten ging. Es ging ja nicht alle. Die jetzt eingesät, da war ich gestern Mittag bis aufs letzte 3/4 Hektar durch, dann kam der Regen, aber das ist mir dann gerade sowas von egal, der Regen war so wichtig. Die ganze Zwischenfrucht kann jetzt sofort aufgehen, ab morgen bringen sie wieder 33 bis 36 Grad bis mindestens Mittwoch. Das explodiert jetzt alles, ja, das tut dann gut, ja, dass man dann ein Stück weit unsere Futterreserve auf dem Acker auch dann wachsen sehen. Ja. Ich lese ja auch, dass viele das Problem haben, dass sie gar nicht säen können, weil das gar keinen Sinn macht, mangels Wasser. Ja. Also da, insofern haben wir da nochmal Glück gehabt. Und das wissen wir auch sehr wohl zu schätzen. Jo, sonst war nicht viel diese Woche. Kommt der Zug schon wieder. Mittwoch hatten wir wieder
Gemeinderatssitzung, die letzte in dieser Woche. Da möchte ich mich jetzt mal gar nicht zu äußern. Im Moment ist das Amt als Gemeinderat in Schwäbisch Hall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich drücke es mal so aus. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil mich das schon massiv beschäftigt und ich im Moment schon mit mir ringe, ob ich mich da nächstes Jahr nochmal aufstellen lasse bei der Kommunalwahl, um mir das anzutun. Zum einen, was in der Sitzung passiert, was aber auch in der Zeitung geschrieben wird über uns als Gremium. Ja. Das ärgert mich schon massiv und da frage ich mich schon, wofür opfere ich die Zeit eigentlich. Ja. Du kannst es eh keinem recht machen. Und die vielleicht deiner Meinung sind, die outen sich leider viel zu wenig. Nur die Kritiker, die sind immer da. Das ist wohl normal. Jo, sonst war die Woche nicht viel. Ja doch, gestern ist mein Computer dann auch wieder kaputt gegangen. Jetzt ist es wohl endgültig. Muss mal doch noch einen neuen anschaffen. Aber jetzt will ich nicht jammern. Wir fahren nächsten Samstag in Urlaub an die Ostsee. Nach dem Regen, jetzt fahre ich da echt total entspannt hin. Vorher hatte ich ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht doch schon Mais häckseln müssen, aber da warten wir jetzt mindestens bis die Woche nach dem Urlaub. Ja. Und jetzt machen wir heute Sonntag. Ich wünsche euch allen auch einen schönen Sonntag. Vielleicht bekommt noch irgendwer Regen heute. Ich wünsche es jedem von euch, der es brauchen kann. Ansonsten erholt euch ein bisschen. Die noch nicht ganz fertig sind mit der Getreideernte, gute Ernte. Und allen morgen wieder einen guten Start in die Woche. Bei uns haben jetzt die Sommerferien angefangen. Jetzt steht die wieder ein bisschen Kinderbespaßung an. Ja, aber ist ja schön. Zeige ich noch ein bisschen was kurz von der Biogasanlage und dann sage ich schon mal Tschüss, euer Michel.